Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Freitag, dem 4. März. Interessanterweise der erste Freitag. Und was heißt das für uns, beziehungsweise für die Märkte? Natürlich Non-Farm-Payrolls-Time. Das heißt, die US-Amerikaner werden wieder ihren US-Arbeitsmarktbericht über den Globus streuen. Und es wird wieder sehr, sehr gespannt sein zu beobachten, wie hier A, natürlich die Daten selbst ausfallen, B, natürlich hier, wie der Markt darauf reagiert und C, letztlich die Schlussfolgerung daraus für die Notenbankpolitik, weil Leitzinsanhebungen, Fortführung dieser, welche ja im Dezember hier in den USA ihren Anfang fanden, stehen ja so ein Stück auf dünnem Eis. Die Frage ist eben, wird es weiter fortgeführt oder nicht? Wenn die Fed hierbei wieder zurückrudern sollte, würde das hier auf jeden Fall diese Vorschusslorbeeren, die wir auch hier beim Looney, insbesondere hier mit Beginn seit Sommer 2014 gesehen haben, hier ganz klar doch schon stark eintrüben. Also das muss man ganz klar unterstellen. Hier wurden viele Vorschusslorbeeren in Sachen US-Dollar gesteckt, im Sinne dessen, dass hier die Leitzinsschere ein Stück weiter aufgeht und hier eben die US-amerikanische Notenbank fern vieler anderen Notenbanken weltweit eben den Weg einschlägt, hier die expansive Geldpolitik einzuschränken. Obgleich natürlich die Zinsschritte selber ja absolut überschaubar bleiben, aber vielmehr eben der Schritt überhaupt war ja hier das große Thema. US-Dollar gegenüber Kanadisch-Dollar ja unlängst hier ganz stark im Lauf nach oben, also gerade eben aufgrund der Schwäche des kanadischen Dollars, auch begründet durch die Ölpreisschwäche und generell natürlich dem Rohstoffeigenschaften. Das hat sich zuletzt eben umgekehrt, nach der starken Rallye-Bewegung und eben hier an dem Hochpunkt knapp über 1,46 hier im Januar sehen wir hier in den letzten Wochen konsequent fallende Preisnotierung. Also hier wirklich interessant, wie der Markt dann hier tatsächlich komplett umgerudert ist. Und jetzt sehen wir hier eben eine ja, fallende Preistendenz, die ihren Boden sucht. Der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar, also hier wirklich ein Stück weit im oder in Schräglage. Wir hatten auch den Looney schon mal in der Woche im Devisenradar. Wir haben jetzt hier einen leichten Support des 61er Fibonacci-Level unterschritten und auch mit Unterschreitung des Niveaus von 1,37, 1,36, 60 etwa wurde schon ja, erwartet, dass es weitere Rücksetzer geben kann. Hier an dieser Unterstützung um 1,34,30 hat sich das Währungspaar allerdings zuletzt stabilisieren können während der letzten Handelstage. Und der heutige Freitag wird hier sicherlich richtungsweisend sein für wahrscheinlich auch die kommende Woche und auch die darauf folgenden Tage. Der Punkt ist eben, wie kann der Looney hier reagieren? Grundsätzlich wissen wir, dass der Looney am Freitag einen bekanntermaßen bullischen Wochentag hat. Ja, hat wohl zugegebenermaßen, aber der Wert ist deutlich zurückgekommen. Wir sehen hier am Freitag 71% positive Schlusspreise, gefolgt vom Montag mit 65%. Der Montag relativ stabil geblieben, aber hier am Freitag hatten wir schon Werte von 76-77%, also nahezu fast immer ein bullischer Tag. Dass das natürlich kein Dauerzustand ist, war auch klar. Aber zuletzt eben hier aufgrund eben der Korrekturbewegung hat sich hier auch natürlich dieser statistische Wert eingetrübt. Dennoch der Freitag weiterhin eher im Hinblick eben der letzten Rallye-Bewegung seit dem oder während der letzten 52 Handelswochen vielmehr natürlich noch klar positiv. Gestern hier der schwache Tag, der traf so wieder ein Stück weit ins Schwarze, auch wenn hier nur ein kleiner Verlust zu verzeichnen war. Heute aber generell, wie gesagt, der Bias eigentlich bullisch. Ergo, mal aufpassen, was passiert. Wir sind hier, wie gesagt, an der Unterstützung um 1,34,30. Das sieht erstmal spannend aus. Der Wochentag ist höchst bullisch und auch heute habe ich wieder für Sie die Vektor-Fuzzy-Logik, die auch hier heute, so wie gestern beim Euro gegenüber dem japanischen Yen, einen bullischen Bias vorausbläst. Wir sehen hier knapp 66% dicke Trefferquote, 79 Erscheinungen ist nicht so viel, aber es deutet darauf hin, dass wir heute hier einen positiven Tag sowohl eben von der Wochentagsstatistik haben, als auch hier natürlich von der Fuzzy-Vektor-Logik, die praktisch hier in der Art einer künstlichen Intelligenz Pattern-Abfolgen vergleicht während der letzten 16 Jahre. Und hier gab es eben in 66% der Fälle eine Erscheinungshäufigkeit, die hier 79 Mal auftauchte. Und das führte unterm Strich zu einer Bewegung in Folge im Durchschnitt von 0,63% für den heutigen Tag. Also die vergangenen Tage weisen darauf hin, was heute passieren könnte. Und das sozusagen hier die Glaskugel, die uns hier so ein Stück weit vorausschaut, wie es denn heute enden könnte. Das wird natürlich
ganz klar von den Non-Farm Payrolls dominiert werden heute. Wir haben 14:30 den US-Arbeitsmarktbericht und Freitag auch, das ist natürlich für den Luni sehr interessant, auch immer wieder viele Daten aus Kanada. So auch heute. Es kommen praktisch hier die Arbeitsproduktivität 14:30 rein, der Handelsbilanzsalto und dann auch hier 16 Uhr noch ein Einkaufsmanager-Index. Also auch hier aus Kanada heute eine geballte Ladung an News und das dürfte heute den Luni ordentlich durchschütteln. Achten Sie darauf, wie der aus der Woche geht. Letztlich heute, wenn er bullisch hier nach oben kommt, stehen die Chancen relativ gut, dass die Stabilisierung 1,3430 glücken könnte. Saisonalität zeigt hier natürlich im Gegenzug, dass das nicht wirklich der Fall sein muss. Vielmehr deutet im Sinne dessen, wenn es heute keinen positiven Tagesabschluss gibt und wir ein neues Mehrwochentief machen, also hier diese Verluststrecke weiter fortsetzen, deutet vieles darauf hin, dass wir hier Niveaus um 1,3064, früheres Reaktionshoch, Schrägstrich 1,30 hier sehen. Und da in diese Richtung bläst auch die Saisonalität. Ergo, wenn wir hier keine Stabilisierung schaffen, dürfte es mit Blick auf die nächsten Handelstage im Märzverlauf, Sie sehen es auch hier, konsequent nach unten gehen und der Luni insofern hier auf verlorenem Posten stehen. Und damit muss man rechnen, dass es dann hier entsprechend weitere Rücksetzer geben dürfte. Das schon mal hier die Annahme. Luni, wie gesagt, heute sehr, sehr interessant. Aus der Intraday-Betrachtung heraus eher übersichtlich. Wir haben hier diese untere Trendlinie, die interessanterweise hier am 1. März nochmal touchiert wurde im 4-Stunden-Chart. Hier diese leichte Bodenbildung, die sich hier aufzeigt und hier dieser Trendkanal, der hier gefaked wurde, nach oben. Hier am 23.02. ging es raus, am 24.02. wieder rein in diesen Trendkanal. Letztlich hier ganz klar zu sehen, die Abwärtssequenz, die auch weiterhin Bestand hat, wenn wir jetzt hier kurzfristig eine Abwärtstrendlinie nochmal reinnehmen, zusätzlich in den Chart. Hier von dieser Reaktionskerze ausgehend, dann sehen wir hier jetzt auch natürlich so einen unmittelbaren Knackpunkt. Der Luni, wie gesagt, selber aktuell gelaufen, gerade mal überschaubare 19 Pips. Das ist natürlich gar nichts, meine lieben Zuschauer. Da muss man heute noch mit einigem rechnen. Im Schnitt haben wir hier heute ja also zwischen 110, 120 Pips zu erwarten. Das heißt also, hier dürfte nochmal eine Bewegung plus minus 100 Pips kommen. Und dann kann es sein, dass diese hier auf jeden Fall richtungsweisend sich entwickelt für die kommenden Tage. Also, Luni bleibt interessant. Fuzzy-Logik, Statistik spricht für einen bullischen Tag. Der Chart, die Saisonalität eher für eine Schwäche. Ich würde mal eher abwarten, bis sich der Staub heute Nachmittag gelegt hat. In der kommenden Woche, denke ich, kann man dann hier klarere Signale handeln. Ansonsten, wie gesagt, Chancen sind natürlich hier jederzeit gegeben. Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle jetzt erstmal einen erfolgreichen Handelstag. Vergessen Sie eines nicht, und zwar die IB Days in der kommenden Woche. Da haben wir Live-Trading-Event, ein Game-Changer-Tag mit JFD, einen Werbeteaser-Infos werde ich dazu noch in den Streams von mir und auch JFD Brokers natürlich stellen. Seien Sie da überrascht, in der kommenden Woche gibt es da gescheit was in Sachen Trading und Aufklärung. Würde mich freuen, wenn wir uns da wieder hören, wiedersehen. Bis dahin wünsche ich Ihnen erstmal viel Erfolg bei Ihren Handelsgeschäften und sende ein auf bald. Ihr Christian Kemmerer und tschüss.